Nee, war doch ein Klacks, aber nicht schlecht für mich. Okay, wo ist Fena? Regelt sein, wo wir den alten Bussard Baal finden. Du glaubst, du hättest uns geschlagen? Das ist lustig, nicht wahr, Saki? Ah ja? Oh ja, klar. Wir haben euch gewinnen lassen, nicht wahr, Mio? Haben wir. Oh, ja, klar. Das war alles Teil unseres Plans. Das war alles geplant, um uns mehr Zeit zu verschaffen. Und ihr seid drauf reingefallen. Meine Berechnung zufolge wird die Grandeur bald an ihrem Ziel eintreffen. Der J-Basis. Jawohl, dann kommen alle unsere Soldaten und verpassen euch eine üble Abreibung. Dann rechnen wir mit dir ab, Justin. Mit dem Affen und dem Hasentypen. Schau sie dir an. Was machen wir jetzt, Just? Wir müssen dieses Schiff stoppen. Wenn wir die Basis wirklich erreichen, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Einmal Feuerball auf alle über die Basis und diesen Tod. Mal sehen. Ah, Mist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mach was kaputt. Warum sagst du das nicht gleich? Lass mich mal. Irgendwo drücken. Heißt die Uhr? Nein. Finaler Befehl wird ausgeführt. Ups, na dann. Das sieht Trab ähnlich. Du simulierst das Schiff. Finaler Befehl. Kapiert? Ja klar, ist doch okay. Ich wollte es ohnehin zerstören. Egal. Hör mal, wir müssen weiter und Fehler finden, okay? Jetzt haben wir noch weniger Zeit. Da ist ja eigentlich keiner, der hier aufpasst. Oh, okay. Plötzlich ist da was. Hier war Geld rum. Oh. Ach so, das ist, ich wollte gerade sagen, Kirschblüten. Kann ich rennen. Ich habe den Verdacht, dass das Schiff nicht mehr im besten Zustand ist. Boah, ein Glück sind wir über die Wüste. Ah, Guido, vergiss uns Justin Fehner, aber halt die Klappe, rette sie. Wow, also das haben wir echt gut hingekriegt. Ich bin froh, dass ich über der Wüste abstürzt. Da hast du bessere Chancen zu überleben. Sand wird zwar auch hart auf einer gewissen Höhe, aber das wie mit Wasser. Es bremst doch den Fall. Ich kann nicht rennen. Gerade in so einem Moment. Oh, jetzt darf ich. Sagen, in so einem Moment willst du nicht rennen? Ah, ich muss klicken, sonst geht's nicht auf. Go. Well, well. So the man who holds the spirit stone is just a boy. Justin, stay away! So, the legend that the spirit stone's light and the Ikarian wings call to each other is not exactly a lie. I'll give the girl back to you, my little Justin. However, only in exchange for the Spirit Stone. He's lying, Justin! Don't believe him! If you give him the Spirit Stone, he'll just kill you! Please, run away! My ship is about to sink. It's your choice. Wish is really important. Kann sie nicht einfach wegrennen? Und Justin sticht das Schwert durch seinen. Okay. Durch Baals Körper? I'll trade. Release Fina. Quickly. You are a wise young man. The great mysteries of Angelo are beyond your powers.
Come, give me the Spirit Stone. Schmeiß ihn hinter ihn. Justin! Finally, I have the absolute power of Angelo in my very own hands. Die, worms! Together with this burning ship! Du Lisa, ich krieg noch. Ja, ich check mal, ich muss hier wieder raus. Ich glaube, wir sind wirklich sehr nah am Finale. Wir haben den Boss getroffen. Es sei denn, es stürzt jetzt total ab und... Nee, dann noch. Guck mal. Geheimgang. Achso. Mist, das ist ein Sackgasse. Moment, jetzt könnte ich da hochklettern. Ach, das ist ein Stuhl. Ah. Das sieht richtig aus. Okay. Oh, war sogar richtig. Was hab ich jetzt gemacht? Passiert gleich was richtig Übles. Justin! Fehler! Du bist sehr wie eine Schare, nicht wahr? Aber warum sein Leben für ein einfaches Mädchenstier? Nehmen Sie Ihre dreckigen Hände von Fena. Diese Karin gehört mir, Junge. Brauchst Ihre Kräfte. Sie ist keine Karin, sie irre. Fena ist Fena. Zum letzten Mal. Lassen Sie Fena gehen. Sofort. Der kleine Wurm brüllt lauter, als man es ihm zutrauen würde. Dann soll es so sein, du sollst stolz sein, durch meine Hand sterben zu dürfen. Oh. Ball. Ich bin unglaublich schnell auf jeden Fall. Ah, ja, 2-7. Tut weh, hä? Das Fehler gehen. Echt okay. Wenn du nicht irgendwas ganz Besonderes auf dem Lager hast. Hatte ich nicht den Läufer? Oder kriege ich den gar nicht? Ja, das wird hier die Eier wegputzeln. Moment, was macht der da? Der Heulturm. Machen wir nochmal ein Icy. Ah, das war eine Art Defensive. Den gönne ich dir auch nochmal. Du reißt ganz schön die... Also, der macht ganz schön auf dicke Hose dafür, dass er gegen den Jungen gerade verliert. Also richtig übel sogar.
done again. Yeah! Ich hab seine Geldbörse abgeschnitten. Oh, mehr hast du nicht. Yeah, Level 31. Treten noch mal ein paar mehr die Eier. Ey, jetzt lass dir nicht in den Rücken schlagen, Justin. Da bin ich ein bisschen sauer auf dich. Fena, geht's dir gut? Bin dich los. Justin, ich wusste es, ich wusste, du würdest kommen, um mich zu retten. Und er steht schon wieder. Natürlich, ich werde alles für dich tun, Fena. Oh, Justin. Bitte warte, was ist mit dem Geisterstein? Du musst ihn dir wiederholen. Richtig, wenn wir ihn wieder haben, müssen wir runter von diesem Schiff. Nicht so schnell. Lass dich nicht täuschen, Junge. Du hast meine wahre Macht noch nicht gespürt. Die Macht von Gaia. Was zur... Du bist echt hässlich, Mann. Mir egal, wie lange es dauert. Ich werde dich schon zurechtstutzen. Justin. Nein, nein. Justin. Jetzt wisst ihr es. Keine menschliche Macht kann mich besiegen, Narren. Du hässliches Stück. Du willst es nicht anders. Na. Mein Penis ist zu stark. Justin, nein. Das tat ihm offenbar weh. Errungenschaft freigeschaltet, nach unten. Justin! Ihm ist gerade was abgebrochen. Ha, dumme Sikade. Du willst ihn tot. Aber das ist gleichgültig. Ich habe endlich den Geisterstein. Gaia sei gepriesen. Verleihe mir Macht. Ah, vielleicht doch noch nicht das Ende. Solange wir das irgendwie überleben, kann ich mich mit Heilen wieder auf die Beine bringen. Keine Angst. Mann, so ein Mist. Bedeutet das, mein Arm ist vorbei? Justin! Fena, aber warum? Warum bist du mir gefolgt? Warum bist du mir gefolgt, Fena? Jetzt werden wir beide sterben. Wir werden alle verlieren. Endlich. Endlich. Ich lasse dich nicht gehen. Tschüss. Fena. Fena? Moment, sie hat Flügel. Dummerchen. Wenn du solche Angst hattest, ohnmächtig zu werden. Warum? Fena. Oh Mist. Nein, wir dürfen nicht sterben. Nicht jetzt. Nicht so. Das sieht irgendwie vollkommen weird aus, wenn ich ehrlich bin. Mandarochen lebt noch, juhu! Fena, ist sie in Ordnung? Sie schläft nun schon seit 3 Tagen. Ach, Chas, ihr geht sicher bald besser. Ist nicht einfach wunderbar im Leben zu sein? Wenn du dir zu viele Sorgen machst, fallen dir auch die Haare aus. Alles ist in Ordnung. Das Kampfschiff ist Geschichte und dieser Ball schaut sich die Radieschen von unten an. Wir müssen uns keine Sorgen machen, nicht wahr, Chas? Fena, sie wacht auf. Das ist toll, Chas. Und du hattest solche Angst um Fena. Also ich dachte, dass die Sonne zu dem Zeitpunkt rausgekommen war. Nun, das Licht hat uns geholfen, euch zu finden. Danke für die Hilfe, Gab und Ruido, ja. Fena, geht es dir wirklich gut?
Justin, es tut mir leid. Warten wir nicht die wertvollste. Wegen mir ist der wertvolle Geisterstein. Mach dir keine Sorgen, Fena. Du bist viel wertvoller als der Geisterstein. Alles ist gut ausgegangen. Als Bal und der Geisterstein verbrannt sind, wurden die Pläne der Armee vereitelt. Trotzdem war ich war Ikarierin. Ikarierin hin oder her, Fena ist Fena. Ich verstehe das nicht. Was ist denn? Justin, lass uns aufbrechen nach Arendt. Ich möchte etwas herausfinden. Ich möchte alles über Ikaria und Gaia wissen. Wenn wir dorthin gehen, erfahren wir bestimmt etwas. Ich denke auch, dass eine gute Idee ist. Ich auch. Jetzt, wo Bal tot ist, ist der Feind meines Vaters besiegt. Aber es war seine spannende Art zu sterben. Wieder, Rapp. Wenn du ihnen die Medaille des Wissens gibst, zeigen wir die Weisen von ihnen sicher den Weg nach Arendt. Genau, dann wollen wir mal los. Nach Lain. Toll, das Abenteuer geht weiter. Ich hab echt gedacht, wir sind jetzt direkt durch. Der Weisen sollten den Weg nach Lain kennen. Okay, schauen wir erstmal, was Darling uns sagen kann. Justin, was brauchst du hier? Das sieht aus wie ein Haufen durchnässte Katzen. Darling, hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Verstehe. Und was wollt ihr unternehmen? Jed hat es mir gesagt. Wenn du die Antworten auf viele Fragen suchst, dann komm nach Arendt. Jetzt verstehe ich es. Am Beginn der Reise habe ich es noch nicht verstanden. Ihre Worte. Es gibt etwas, das ich wissen muss. Eigentlich ist es nur eine Sache, sondern so vieles. Anselo erstreckt sich über die ganze Welt. Warum ging es unter? Ikaria, der Geisterstein und Gaia. Ich muss nach Arendt. In Arendt wird alles klar werden. Ich werde alle Antworten finden. Dann ist die Zeit gekommen, Junge. Die Zeit für dich, den Auserwählten. Es sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die Torwächter von Arendt. Ich durfte mir nichts anmerken lassen, solange du nicht bereit warst. Aber jetzt bist du es. Auf nach Arendt! Ja. Ich mache mich auf den Weg und ich werde die Antwort finden. Gut. Dorlin weiß den Weg nach Arendt. Sei aber Vorsicht, Justin. Das bin ich. Danke, Darling. So. Nun wollen wir mal los. Tschüss, Milda. Ich glaube, immer hier hoch. Du bist es. Du bist es wieder. Wer bist du überhaupt? Hey, nicht schon wieder. Ich mache nur Spaß. Was ist heute? Was wollt ihr mich heute fragen? Sehen Sie mal, endlich haben wir den Schlüssel nach Arendt. Der Schlüssel da. Ein Schritt näher an Frau Liet. Gut gemacht, junge Leute. Gute Arbeit. Herr Dorlin, ich will nach Arendt gehen. Es gibt ja etwas, das ich wissen muss. Die Zeit ist also endlich gekommen. Der alte Dorlin hat es euch bestimmt erzählt. Wir sind auch die Torwächter von Arendt. Da will ich euch mal den Weg zeigen. Werft als erstes die Medaille des Wissens in die schöne Quelle hinter dem Dorf. Dort seht ihr einen Regenbogen. Er wird euch nach Arendt führen, dann werdet ihr es finden, über Nacht zu. Auf dem Regenbogenberg und zur Regenbogenquelle. Ab mit euch, auf nach Arendt. Danke, Dorlin. Auf nach Arendt! Ich werde das Regenbogentor öffnen, findet die Antwort und dann geht. Mit meinen Händen. Was wollen Sie denn mit Ihren Händen machen, alter Mann? Frag mal lieber nicht nach. Nippel mit Piercing? Will Bal das jetzt erklären? Und malen? Es ist endlich soweit. Es ist Zeit, dass der Geisterstein wieder eins wird. Vater, wie kannst du das wollen? Belebe die Beste nicht wieder. Etwas zu spät, oder? Außerdem war die Wiederbelebung von Gaia das letzte Ziel von Operation Yggdrasil. Sie ist die Anmalen. Gaia platzt vor Freude. Ich höre ihre Stimme. Sie will sich an der Energie des Geistersteins laben.
Vater, begreifst du nicht? Gaia kann von menschlicher Hand nicht gebändigt werden. Du wiederholst die tragischen Fehler der Vergangenheit. Erinnerst du dich an die Soldaten und Hermonaiden, die Gaia verflucht und zu Stein verwandelt hat? Würmer, bloßes Futter für Gaia. Würmer, wie kannst du nur, Vater? Wenn du es wirklich denkst, da war dein ganzes Gerede von Opfern und einer idealen Welt nichts als Lügen. Es gibt keine ideale Welt ohne Gaia. Wer den Willen Gaias ausführt, wird unendlich gesegnet sein, so wie ich es sein werde. Ha. Aus dem Weg, Malen. Ich werde jetzt das letzte Teil des Geisterscheins darbieten. Wollt ihr den nicht mal aufhalten? Die Kanzlermannschaft des Kampfschiffs Grandeur ist bei seinem Absturz umgekommen, bis auf General Baal. Die Berichte vom Kampfschiff liegen dort, dass mit der Rettung der Überlebenden betraut wurde, sind schrecklich. Und doch, wie konnte Baal unbeschadet davonkommen? Ich habe Angst, wenn ich General Baal sehe, kann ich nicht aufhören zu zittern. Es ist, wie ich befürchtet habe. Er darf den Geisterstein nicht bekommen. Er hat ihn doch schon. Okay, auf zum Regenbogenberg. Er hat gesagt, das ist direkt hinter dem Dorf, richtig? Ihr müsst einfach nur um den See laufen, dann findet ihr ihn. Ah ja, hier wollte ich ja die ganze Zeit lang. Oh, schön. Darf ich jetzt wieder gegen... Ich wollte gerade sagen, darf ich jetzt wieder gegen Käfer kämpfen? Der Kiemenmolch. Betäubungsnebel. Schleimschwein. Damit komme ich, glaube ich, klar. Alright, we won. Okay. Wisst ihr, was ganz faszinierend ist? Das Spiel hat, glaube ich, 1 GB Größe gerade mal. Da sind ein paar Gegner. Halt, ne, falsche Taste. Der Stampfvogel. Ah, super. War schon lange drauf, dass du alle Heilen endlich mal kriegst. Kriegst du vielleicht auch bald mal den Knister an, ne? Ach, müsst ihr das noch verteidigen. Das hat nichts, aber auch nicht gerettet. Nur ganz kurz das Auflegen, Moment. Bis was mir gerade auffällt, die haben doch gesagt, dass alle draufgegangen sind bei dem Absturz. Heißt das auch, die drei Mädels tot sind jetzt? Oh, das wird ja interessant hier. Von Ende der Geschmack. Ich hatte gerade gesehen, wofür es gut ist, wenn Justin immer alles kriegt. Ihr rennt mindestens mit Justin rum, von daher ist auch okay, wenn Justin alles kriegt.
Machen wir den Stammvogel da weg. Ich hab echt gedacht, oh, jetzt ist das fast vorbei, aber habe ich mich wohl geirrt. Ich wette, ich krieg noch mal sowas. Die Dodo-Verschnitte sind echt stark. Die haben sehr viel Leben. Oh nein, da macht ein Eierangriff oder sowas. Aber der Eierschlag macht er nur langsamer. Nein, Hinterhalt. Ich dachte, die kann ich umgehen. Müsst ihr auch mal gucken, welches Level die so alle haben. Wow. Man kann sagen, Justin, du Idiot. Kann sein, dass Justin nur einmal eingreift jetzt. Sehr schön. Das sollte auf jeden Fall. Das sind tatsächlich Sachen, mit denen man richtig gut arbeiten kann. Ach so, der falsche. Na, ja, brauchen wir nicht mehr machen. Mal ganz kurz gucken, weil meine Frau jetzt kommt. Dass ich schon wieder zu lange aufnehme und mich dann letzten Endes ärgere. Was ist denn heute? Es ist 19:30 Uhr. Der 14. Oh, ja, da habe ich auch Zeit. Perfekt. War der gerade das Auto bei uns reingebogen und ich wollte nicht, dass jetzt plötzlich dass da ist. Oh, hier muss ich sehr viel rumlaufen, wie mir scheint. Oh, alle? Nee, doch nicht. Kettentritt. Aha, there. Das ist so Panne, ey. Ich glaube, diesen Doppelgänger. Nee, das ist tatsächlich. Fernkampf. Ach, egal. Ja, das tut weh. Verteidigen? Das will ich nicht retten. Auch weniger Schaden macht immer noch Schaden. Verteidigen macht höchstens mal Sinn, wenn du einen speziellen Angriff ablocken willst. Aber bei so vielen Gegnern, die dich einfach nur zusammenknüppeln. Ich bin
So ein scheiß Omad. Oh, die haben wir noch nicht gesehen. Was seid ihr? Nämlich nur Skorpion und Krebs? Oder Hummer eher? Krisola. Oh, okay. War das jetzt ein... Kann man die nicht so verletzen vielleicht? Oh, mach's mal den hier. Doch, kann man. Oh, okay. Oh, das sind die auf Defensive eingestellt gerade. Kopftanz. Okay. Schwert ist scheiß auf die.